Damit willkommen zur Abschiedsfahrt des EuroCity 8. Es ging von Freiburg nach Mannheim am 14. Juli 2024. Zuglok war 101/107. Es ging im Panoramawagen ein letztes Mal von Freiburg nach Mannheim, da der EuroCity 8 am Sonntag, den 14. Juli, zum letzten Mal verkehrte. Besonders macht den Panoramawagen aus dem Grund, da er große Fenster hat. Der EuroCity 8 soll nach der Riedbahnsperrung, also Mitte Dezember, zwar zurückkommen, allerdings ohne Panoramawagen. Das gleiche gilt für den EuroCity 9, da dieser auch noch einen Panoramawagen hatte. Nun ging es erstmal von Freiburg mit Zwischenhalt in Baden-Baden und Karlsruhe nach Mannheim. Ebenfalls gibt es in den Schweizer Zügen, also in den EuroCities, noch die Papierreservierungen. Der erste Zwischenhalt auf meiner Reise war dann der Bahnhof von Baden-Baden. Auf der Höhe von Domersheim ging es dann am EC9 vorbei, was der Gegenzug ist, der auch noch einen Panoramawagen hatte. Hier die Einfahrt am Bahnhof in Karlsruhe Hauptbahnhof, was der letzte Zwischenhalt auf meiner Reise ist. Nachdem es eben durch den Bahnhof von Graben-Neudorf ging, geht es jetzt hoch auf die SFS am Abzweig Barkhäusl-Saalbach. Ein paar Minuten bevor wir in Mannheim ankamen, ging es dann noch an der Autobahn A6 entlang, bevor es in den großen, langen Pfingstbergtunnel ging, ehe Mannheim erreicht wird. Nun wurden jetzt die letzten Minuten im Panoramawagen zum letzten Mal auf deutschem Boden genossen. Ein letzter Blick in den Panoramawagen. Es ging vor Richtung Lok, da die Einfahrt der Mannheim kurz bevorstand und ich meinen Tesafilm vom Lokführer zurückhaben wollte. Aber leider wollte uns erst der Mannheimer Hauptbahnhof nicht, weswegen wir am Einfahrsignal standen und es nun langsam weiterging. Hier jetzt die Einfahrt in den Mannheimer Hauptbahnhof, wo meine Fahrt im EuroCity 8 zu Ende ging. Hier die Einfahrt des EuroCity 8, gefilmt von meiner Freundin am Mannheimer Hauptbahnhof, als sie schon sehnsüchtig auf mich wartete. Ich holte mir meinen Tesafilm, ich bedankte mich nochmal beim Lokführer und gab ihm noch eins, das er selber behalten kann, in der Hoffnung, dass dieses Zuglaufschild, was an der Lok klebt, bis Hamburg mitfährt. Hier ist nun die Ausfahrt des EuroCity 8 zum letzten Mal mit Panoramawagen am Mannheimer Hauptbahnhof. Hier nochmal ein Dankeschön an den Lokführer, der es ermöglicht hat, dass er dieses Zuglaufschild in die Lok klebt. Dankeschön. Hier nun die letzte Ausfahrt des EuroCity 8 mit Panoramawagen. Das war nun meine Abschiedsfahrt, ein letztes Mal im EuroCity 8 mit Panoramawagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da.
Gerne könnt ihr einen Kommentar schreiben und das Video liken und bis zum nächsten Mal. Ciao.